Ja, ich traue dir, Pascal. Ich habe Angst. Er hat sich nicht geändert. Warum? Pascal, warum? Du bist weg hier. Pascal, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hoffe, es war nur TNT. Ich hoffe, es war nicht TNT. Pascal, warum? Hallo und herzlich willkommen, ja, zurück zu Minecraft. Ich freue mich gerade ein bisschen. Lange ist es her, dass wir Minecraft gespielt haben. Und ihr habt ja diesen Vorab-Trailer gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe schon lange damit gehadert, so, weil wir haben ja nicht mehr weitergemacht. Beziehungsweise ich habe nicht mehr weitergemacht. Und ich hätte gerne die 1.13 gespielt, also upgegradet auf die 1.13, dann hoch auf die 1.14. Und ja, jetzt ist die 1.14.3 draußen. Und ja, ich mache einen Fork und wir lassen die Welt, die 1.12er Welt, so wie sie ist. Da hinten steht ein Baum im Wasser, alles klar. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Einzelspieler, hier habe ich ein bisschen getestet. Nicht wundern, warum hier eine Let's Play 1.14.2 Version ist. Vielleicht schneide ich das am Ende rein, vielleicht auch nicht. Ich hatte einfach keinen Nerv mehr dazu. Neue Welt erstellen. Moment. So, Let's Play 1.14.3. Da sind sehr schlimme Sachen passiert in der einen Welt. Spielmodus überleben. Lassen wir an. Ich muss gucken, ich habe Shader an, also kann die Weltgenerierung jetzt ein bisschen länger dauern. Die Shader, alle Mods werde ich irgendwie in einem Pastebin-Dokument speichern, eventuell wahrscheinlich auch die ganze Musik, die ich hier verwende. In 1.14 war ein Bug, beziehungsweise in 1.14 bis 1.14.2 war ein Bug, dass ich das nicht mit als Fensteraufnahme machen konnte. Hier kann ich das jetzt. Mit der 1.14.3. Willst du mich verarschen? Das sieht ja aus wie von Gronkh, der Start. Ich kann mal ganz kurz zeigen, welches Ressourcenpack ich verwende. Ich benutze das Pixagraph 16x16, 1.13 und 1.14.
Dann gehen wir nochmal hier raus und dann zeige ich kurz nochmal den Shader, den ich hier benutze. Gerade nutze ich den Beyond Belief Version 1.7.2, 1.2.7. Vielleicht nutze ich auch den BSL Shader oder den B-Shader. Kommt drauf an. Ich habe immer noch die alte Grafikkarte drin, also, ne? Ja, ich würde mal sagen, ich mach Musik an. So. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Ich hoffe, das geht alles fit. So. Boah, das sieht so geil aus, ne? Ja, meine Grafikkarte, die werde ich auch demnächst ersetzen. Da muss ich aber noch wirklich sparen. Der Summer Sailor hat mich jetzt wieder ein bisschen aus der Bahn geworfen. Was ist denn los mit dem World Generator? Blondes Eisen, okay. Ich versuche, ein Dorf zu finden. Also, dieser Fork bezieht sich auf die kommenden Updates. Das heißt, wenn 1.15 draußen ist, kann sein, dass ich wieder einen Fork machen werde. Oder, dass dann zwei Minecraft-Projekte laufen und so weiter und so fort. Das löschen wir mal hier. Bevor hier irgendwas brennt, nehme ich hier das hier mit. Ja, das Rezeptbuch, schön. Man sieht hier ist Tiefenunschärfe drin, ne? Das heißt, wenn irgendwas auf mich zufliegt, okay, jetzt gerade nicht, aber wenn ich irgendwo vorstehe, dann wird der Hintergrund unscharf. Zeige ich kurz mal. Ja. Oder andersrum. So. Ja. Muss ich noch schauen, wie ich das handhabe. Entschuldigung. Ach ja, Minecraft. Du hast mir gefehlt. So, mit den Vögeln habe ich ja schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll. Draußen geht's nicht. Habe ich ja schon in meinem damaligen Let's Play gesagt. Wo soll ich die hinstellen? Auf Toilette? Beim besten Willen, nein. So, werde ich bestimmt nicht machen. So, eine Schaufel. Ich kann ja auch nicht sagen, ey, haltet die Klappe. Manchmal kriege ich es hin so. Beziehungsweise, da dunkel ich den Raum ab. Und dann sind die ruhig. Aber das möchte ich nicht jedes Mal machen. Besonders muss ich dann auch Fenster zumachen, weil wenn Geräusche draußen sind, die sind nicht doof, die Vögel, so, ja, ne? Wenn die wissen, ey, der verarscht uns, ey, wir piepsen so weiter, juckt die nicht. Deswegen, ist das eigentlich relativ egal. So. Ja, viel in der Linux-Welt auch geschehen. Proton, sehr geil. Boah, Alter. Das ist der Shader, der ist wirklich geil. Den müsst ihr auch euch auch runterladen. Ich nehme jetzt hier mal ganz schnell 3 oder 4. Zack. Ich weiß gar nicht, ob das der aktuellste ist. Keine Ahnung. Ja, in der Linux-Welt viel geschehen. Proton, alles geil. Was ich aber schade finde, so, bei Linux Alter, ich dachte gerade. Bei Linux-Portierung ist das manchmal so. Ja, wie soll ich sagen? Danke für die XP. Aua. Ah, Alter. Schnell, ich muss irgendwas finden, was ich essen kann. Ja, nehmen wir mal hier die Schafe auseinander. Dann haben wir auch. Boah, das ist laut, ne? Das ist wirklich laut. So. Oh, ah, da vorne. Ah, shit. Ja, das ist jetzt lustig. Ich muss ganz schnell irgendwie Steine finden. Da will ich nicht mehr rein in der Höhle. Bevor die uns da wegklatschen. Und ja, dann haben wir ein schönes Happy Meal. So.
Ja, bei Linux-Portierung finde ich das wirklich mal schade. Zum Beispiel Cape Games, die haben ja Sudden Strike 4 gemacht. Was ich daran schade finde, die haben eine Linux-Portierung gemacht, aber... Warum rede ich eigentlich so schnell? Ich weiß es nicht. Die haben eine Linux-Portierung gemacht, die ja nicht sehr gut ist, sage ich jetzt mal. Also die ist schon an sich sehr gut, aber wenn man dann zum Beispiel mit seinen Kollegen spielen will, geht das nicht. Ich musste mir dann die Windows-Version runterladen, mit Proton laufen lassen. Ich musste da ein paar Sachen mit einbüßen. Und zwar... Ich soll jetzt nicht im Ernst, dass das Andesit alles ist. Ah, das Kabel. Okay. Und zwar habe ich die Ketten... Also, wer Sunstrike nicht kennt, Sunstrike ist ein strategiebasiertes Spiel aus der isometrischen Ansicht. Im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und ja. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich diese Einbüßen halt hatte. Ich konnte die Ketten von dem Panzer nicht sehen. Das ist viel Kohle, ne? Das ist mies. Dann meine Einheiten, die Soldaten, die ich steuern konnte, die waren unsichtbar. Dafür ihre Gewehre aber nicht. Also flogen da Pistolen beziehungsweise... What the fuck? Was ist denn das für ein Spawn, ey? Ich hab kein Ziel eigentlich, nix. Verdammt. Das ist einfach ein Spawner. Hä? Und hier sind wir ja auch... What the hell? Oh Gott. Ich brauch was zu essen. Stimmt, warte mal. Wegen dem Bett? Komm. Wehe, Alter. Ich dachte, der schubst mich jetzt da runter. Wir gehen mal nach gleich da hinten. So. Da hinten ist auch noch ein Schaf. Gibt es hier keine Kohle? Auf jeden Fall hatte ich halt diese Einbüßen. So, das Cockpit war innen drinne leer auch von Flugzeugen. Ah, da vorne ist Dingens. Das ist gut. Aber ich konnte dann wenigstens online spielen. Das war sehr, sehr komisch. Also, man hat da so eine Multiplayer-Lobby. Also, bevor man überhaupt in einer Lobby reingeht, hat man so eine Standard-Lobby, wo man Lobbys suchen kann. So wie ein Server-Browser, so gesagt. Und da konnte man rechts in der Liste sehen, wer alles gerade online ist. Da habe ich dann zum Beispiel den Passenator in der Liste gesehen. Wir wollten nämlich zusammenspielen. Und ja, konnten wir nicht. Ich habe dann zum Beispiel was im öffentlichen Chat geschrieben, er auch. Er konnte meine Nachricht lesen, aber ich seine nicht. Und dann haben wir versucht, mit einem anderen Kollegen noch zu spielen. Er konnte wiederum meine Nachrichten lesen und ich auch seine. Aber ich von Pascal nicht, also vom Passenator. Sehr mysteriös, das Ganze. Ich glaube, wir bleiben hier, weil das ist ein richtig geiler Ort. Obwohl... Können wir nicht. Wir können nicht hier bleiben. Ich will ja zum Dorf. So, erstmal schön was schnabulieren. Dann hole ich davor nochmal kurz die Kohle. Damit wir uns auch Fackel machen können. Aber das ist geil mit dem Spawner. Also, hätte ich nicht gedacht. So. Ups. Den baue ich, glaube ich, aber auch nicht ab. Ich gehe da rein und hole mir die Sachen. Aber bau das nicht ab. So, dann haben wir hier die Sachen. Nein. So, ja. Ja, toll. Wir können daraus richtig viele Fackeln machen. Also, krass. 8 Stück. Ist denn hier irgendwo noch was? Ich guck mal nochmal kurz. Nee, ne? Ich gehe da kurz mal hoch. Wir müssen sowieso... Ach scheiße, ich habe jetzt kein Holz mehr. Ich wollte gerade schon sagen. Nee, ich glaube, hier finden wir auch nichts mehr, oder? Doch, da vorne. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Was ist denn hier? Was ist das denn für eine Welt? Schau mal.
ganz mysteriös. So. Und ich kann schon mal sagen, ich werde vermutlich immer updaten, wenn Optifine für die 1.14 draußen ist. Ich wollte ein eigenes Modpack wieder machen auf 1.14 Basis. Aber Forge spinnt irgendwie. Das sind Kühe, ne? Die schlachten wir alle ab. Wir finden neue. Oh Gott, Alter. So. So. Dann gehen wir kurz mal die Kühe besuchen. Moment, die Blume möchte ich da mitnehmen. Ja, also manche Portierungen, Linux-Portierungen, die kannst du dir ja sonst wohin stecken. Also man hat zwar damit Spaß, aber wenn man das so Multiplayer zocken will, so. Ich habe auch auf Twitter angeschrieben, die Leute da, gefragt, ob die nicht eventuell mit Feral Games, wenn ich das richtig im Kopf habe, die haben nämlich... ansonsten mal einfach mal eingeben bei Google Life is Strange Feral und dann müsste da schon eine Suchanfrage kommen oder ein Suchvorschlag. Die haben nämlich Life is Strange auf Linux portiert und das ist eine richtig gute Portierung. Also was die Leute da machen bei, oder die Jungs und Mädels oder die Mädels und Jungs da bei Feral Games, das ist schon eine beachtliche Leistung. Und zwar muss man immer ein bisschen auf die Portierung warten. Ich glaube, bei Life is Strange ist das so, dass die warten, bis das Game komplett hundertprozentig draußen ist. Nur so, euer Bildschirm ist nicht kaputt, das Flimmern kommt vom Shader. Ne? Also, nicht wundern. So, da können wir uns erstmal eine Spitzhacke machen. Eine neue. Oh, scheiße, da steht da hin. Verdammt. Dann crafte ich mir auch eben ein Bett. Das, so viel haben wir ja noch. Alter, das ist... So. Einmal. Ach komm, da können wir ja auch direkt zwei machen. Und eine Schaufel. So. Und dann das Bett. Davon können wir auf jeden Fall ein Bett machen. So. Gucken wir kurz mal ins Rezeptbuch. Ach, guck mal. Alter, ich dachte, da steht ein Enderman, Alter. Ja, das Texture-Pack, das ist hier so mittelalterlich angehaucht. Wir gehen hier gleich nochmal hin. Ich hole da eben kurz nochmal alles. Da ist ein Huhn. Hallo. Stirbst denn du? Komisches Huhn. So. Ja. Die Playlist müsste ich eigentlich in der Höhle gleich ändern, aber ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. Ich guck mal kurz, wie lange das Lied noch geht. Einen Augenblick. Ja, nee. Danke. Toll. So. Blumen, ich weiß nicht. Ich glaube, normal würde ich die nicht sammeln, aber ich finde die irgendwie hier in diesem Texture Pack schön. Keine Ahnung. So schön bunt, knallig. Hier eine. Okay, keine Ahnung. So. Rohes Hammelfleisch. So, da braten wir dann nochmal eben und dann gehen wir mal runter in die Ölle. War das übertrieben, ne? Ja, und auch noch andere Sachen so.